Mein Name ist Michael Dennis aus Bad Mergentheim von der Firma Rodo Frank Baulemente in Bad Mergentheim, bei der ich 2009 meine Ausbildung zum Produktionstechnologen begonnen und 2012 erfolgreich abgeschlossen habe. Seitdem bin ich dort in der Produktion als Prozessoptimierer tätig. Und in unserem Beitrag heute zum Cutter-Praktikertag möchten wir Ihnen über den Zeitraum berichten, von der Lernphase zum Cutter-Coach und den Zeitraum danach, auf welche Hindernisse wir dabei gestoßen sind und was wir daraus gelernt haben. Des Weiteren möchten wir Ihnen noch einen Einblick geben in ein herausforderndes Verbesserungsprojekt mit unserem Cutter-Team. Zum Unternehmen, die Rodo Frank Baulemente GmbH, hat ihren Stammwerk in Bad Mergentheim mit 700 Mitarbeitern und 6 Vertriebsniederlassungen bundesweit. Ein zweiter Produktionsstandort, der Columbus GmbH, befindet sich in Augsburg. Das Unternehmen hat im Jahr 2010 die Auszeichnung für die Fabrik des Jahres und die beste Fabrik Deutschlands erhalten. Und zu unseren Hauptprodukten gehören Wohndachfenster aus Kunststoff und Holz, Sonnenschutzzubehöre, dachintegrierte Solarsysteme und die Columbus GmbH ist der Spezialist, wenn es um Dachbodentreppen geht. Hier noch ein paar Hauptentwicklungsstufen bei Rodo zum Thema Lean Management. 1994 hat das Ganze angefangen mit der Einführung von Lean Management in Form von Gruppen- und Teamarbeit. 2003 gab es dann eine komplette Umstellung der Produktion nach Wertstromgesichtspunkten. Und ein paar Jahre später, 2014, die Einführung der Verbesserungs- und Coaching-Charta in unser Rodo-Produktionssystem. Bei der Einführung der Charta hat uns Herr Aulinger unterstützt, bei der Ausbildung und Schulung der Coaches. Und dann möchte ich schon weitergeben an den Steffen. Danke, Michael. Hallo? Ah, jetzt funktioniert's. Okay. Ja, mein Name ist Steffen Wolferts. Ich habe ebenfalls eine Ausbildung zum Produktionstechnologen bei der Firma Rodo abgeschlossen, von 2008 bis 2011. Bin direkt in der Endmontage unserer Wohndachfenster tätig, zur Prozessverbesserung und eben seit 2014 in der Cutter-Coach-Ausbildung. Ja, wir sind gestartet vor 2 Jahren mit dem Thema Cutter. Wir waren top motiviert, wir haben uns vorgenommen, wenn man überholen möchte, dann müssen wir auf die Spur wechseln. Warum es aber nicht reicht, da einfach nur den Blinker zu setzen, das wollen wir Ihnen jetzt mal ein bisschen erläutern. Hier sieht man einen Auszug aus unserem Coaching-Kalender. Man sieht auf den ersten Blick, dass wir es leider nicht geschafft haben, mit dem gesamten Team das Ziel von 100 Coachings zu erreichen. Hier die markierten Bereiche, die ich hervorgehoben habe, die zeigen die Zeiten unmittelbar nach den Trainings mit Herrn Aulinger. Also der hat uns immer so einen kleinen Motivationsschub gegeben, wo es mal 2, 3 Wochen richtig gut gelaufen ist. Und dann hat der betriebliche Alltag uns aber irgendwie immer wieder eingeholt. Ja, woran hat es gelegen? Ein großes Problem, was wir hatten, was ich auch heute schon ein paar Mal gehört habe, auch beim Networking zum Beispiel, ist die Zusammensetzung der Gruppen. Also wir haben einfach den Fehler gemacht, nach der betrieblichen Position alle Fertigungsleiter aus allen Fertigungsbereichen zu sagen, ihr geht da jetzt rein, ihr macht jetzt alle Cutter, 100 Coachings, komplett durch. Hat nicht bei allen geklappt, leider. Ein Grund dafür war auch die Priorisierung derjenigen. Da waren vermeintlich wichtigere Themen öfters mal an der Stelle, anstatt in einer Lerngruppe teilzunehmen. Und man sieht, in dem unteren Bereich, wenn man die Zeilen ein bisschen anschaut von dem Coaching-Kalender, dass die Gewohnheit zum Coachen und die Gewohnheit eben auch nicht zu coachen beidermaßen oder gleichermaßen vertreten war. Ja, also wie gesagt, wir wissen, was nicht funktioniert, die Teilnahme rein nach der Position auszuwählen, hat nicht geklappt. Es ist auch wichtig, dass da von Anfang an auch die Neugier und die Lust, was Neues, einen neuen Weg zu gehen, vorhanden ist bei den Teilnehmern. Des Weiteren sieht man hier, dass wir 5er-Gruppen gebildet haben. Also wir sind mit 4er-Gruppen gestartet, wie es auch in der Anleitung vom Herrn Aulinger vorgegeben war. Haben dann irgendwann gesagt, okay, wir probieren es mit den 5er-Gruppen, dass zumindest immer wenigstens ein Coach vorhanden ist, wenn doch jemand nicht kann oder auch mal eben 2 nicht können. Das hat es eigentlich denjenigen, die ihre Priorisierung vielleicht manchmal etwas anders gesetzt haben, das leichter gemacht zu sagen, das sind eh genug da, kann ich heute mal wegbleiben. Also das können wir nicht empfehlen. Ja, das Gleiche ist eigentlich, dass wir hier so Einträge immer gemacht haben. Zum Beispiel, wenn jemand Urlaub hatte, dann haben wir gewusst, okay, der ist jetzt 2 Wochen nicht da. Ein Eintrag, der sich irgendwann eingeschlichen hat, den Sie auf keinen Fall zulassen dürfen, ist dieses G, was Sie hier oben rechts sehen.
das steht für eine geplante Abwesenheit. Also ich weiß heute schon, dass ich morgen was Wichtigeres vorhabe. Also auch das ist nicht zu empfehlen, das zuzulassen. Okay, wir haben es trotzdem geschafft, eine ganze Reihe an Coaches auszubilden und sind dann eben Anfang 2015 in den realen Prozess gegangen mit der Kata aus der Lernphase heraus. Da möchte ich jetzt kurz, auch da gab es viele Hindernisse, möchte ich auch kurz was dazu sagen. Das ist jetzt ein Linienlayout, ein Prozess, an dem ich gearbeitet habe. Da sehen wir, dass da 20 Mitarbeiter im Prozess arbeiten. Das ist ein sehr komplexer Prozess. Wir sind da am Anfang etwas zaghaft gestartet mit einem Mentee, den ich gecoacht habe. Bei 20 Mitarbeitern das ist einfach der Komplex wesentlich zu schwierig zu überblicken. Ja, was waren da genau die Probleme? Es gab immer wieder Störungen aus umliegenden Prozessen. Also mein Mentee hat immer in einem Bereich gearbeitet, wo so eine Gruppe von 3 bis 4 Mitarbeitern war und hat da einen sehr langsamen Fortschritt gehabt, weil einfach immer wieder Störungen aus den umliegenden Bereichen waren. Außerdem wurden mit der Zeit, wo es zu den Verbesserungen kam, die Anforderungen an die Werker sehr unterschiedlich, da wo schon eine Verbesserung stattgefunden hat und da wo noch nichts stattgefunden hat. Ja, was war deshalb unser letzter Schritt, Michael, und was haben wir daraus gelernt? Ja, unser nächster Schritt war, dass wir gemerkt haben, also wir können so ein großes Ziel nur im Team erreichen. Deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir ein Teamcoaching bei Roto, wie könnte das aussehen? Und dementsprechend habe ich dann mit Steffen angefangen, ein Konzept zu erstellen, wie das Teamcoaching auszusehen hat. Nachdem wir dann ein startfähiges Konzept hatten, sind wir dann mit diesem startfähigen Konzept gestartet. Entschuldigung. was ich sagen will ist, also uns war wichtig, wir haben das speziell so gemacht, dass wir in einem Konzept gestartet sind, dass wir dann zusammen mit diesem Team das Ganze im täglichen Doing weiterentwickeln. Ja. In unserem Zielzustand, also in dem Hauptzielzustand von der Produktionslinie, von der Steffen jetzt eben gesprochen hat, ging es darum, die Ausbringungsmenge der beiden Hauptprodukte, dem WDF R7 und dem R8, von 36 und 30 auf 46 und 36 Fenster pro Stunde zu erhöhen. Die Haupthindernisse hierbei waren Maschinenstörzeiten, Störzeiten durch falsche Materialbereitstellung und zu hohe Zykluszeiten und Montagezeiten an gewissen Arbeitsplätzen in den einzelnen Sektionen. Ja. Passend zu diesen Haupthindernissen haben wir dann das Team zusammengestellt. Als Coaches waren Steffen und ich im Einsatz und für die Mentees haben wir uns dann Profis direkt aus der Linie geholt. Das heißt, für die Montageprozesse haben wir uns die Schichtführer und Prozessverbesserer, die auch täglich an diesen Arbeitsplätzen arbeiten, reingeholt als Mentees. Für die Maschinenprobleme und die Störzeiten an den Maschinen haben wir uns dann Mitarbeiter aus der Instandhaltung und Werkstatt geholt, die auch im Alltag an diesen besagten Maschinen geplante und nicht geplante Instandhaltungsmaßnahmen durchführen. Und zu guter Letzt dann noch ein Mentee für die linienlogistischen Probleme. Der hat dann auch noch einen Zielzustand bekommen. Und nachdem das Team dann zusammengestellt war, haben wir dann gemeinsam in einem 2-Tages-Workshop die Mentees nochmal grundlegend zum Thema Verbesserungs- und Coaching-Kader geschult. Und anschließend die Zielzustände erstellt. Ab dem Tag wurden die Mentees dann von uns mehrmals täglich gecoacht in Richtung Zielzustand. Wichtig war uns jetzt noch bei diesem Teamcoaching, dass mindestens einmal am Tag alle Mentees zusammenfinden und die Informationen zusammengetragen werden. Also ist, dass jeder in die gleiche Richtung arbeitet, Richtung Ziel. Ja? Und deswegen haben wir uns täglich in unserem Dojo, das sich unmittelbar neben der Produktionslinie befindet, getroffen zum sogenannten Teamcoaching. Hierbei hatten wir dann noch weitere Teilnehmer, die Teamleiter der Werkstatt, die uns dann relativ schnell unterstützen konnten, wenn es um technische Maßnahmen ging oder technische Unterstützung. Und die Fertigungsleiter waren täglich mit dabei, um schnell handlungsfähig zu sein und sicherzustellen, dass der Coaching-Prozess immer strukturiert, regelmäßig und zielführend stattfindet. Ja, und wie so ein Teamcoaching jetzt aktuell bei Roto aussieht, möchte ich Ihnen jetzt auch noch mal kurz zeigen. Ja, also hier haben wir die Uhr, es ist gerade kurz vor 11. Die Mentees und Coaches kommen jetzt rein ins Dojo und tragen auf unserer Teamcoaching-Tafel, auf der nochmal alle Zielzustände der Mentees abgebildet sind, die aktuellen Kennzahlen ein. Um Punkt 11 tragen dann Steffen oder ich
die Hauptergebniskennzahlen des Prozesses vor mit den aktuellen Haupthindernissen. Dann gibt es ja ein, wir haben es jetzt mal Update-Coaching genannt. Dabei geht es darum, dass jeder Menti nochmal aus seinem Bereich berichtet, wie der aktuelle Ist-Zustand ist, was er als letztes gemacht hat, was er gelernt hat und was der nächste Schritt ist. Das Ganze findet dann auch wieder mit einer Frageroutine statt von mir und dem Steffen. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Frage bei uns bei diesem Team-Coaching. Wir möchten, nachdem der Menti den nächsten Schritt definiert hat oder erklärt hat, fragen wir ihn dann nochmal, ob er Unterstützung dabei braucht. Dabei geht es darum, ob er irgendwie technische Unterstützung braucht oder bei der Simulation des Experimentes. Also es geht nicht darum, dass es jemanden gibt, der für ihn lernt, sondern ihn nur dabei unterstützt. Ja, am Ende gibt es dann nochmal ein Feedback der Fertigungsleiter zum aktuellen Zustand oder ja, zur aktuellen Entwicklung des Teamcoachings. Und die Mentees, die dann, sage ich mal, während dem Teamcoaching Unterstützung angefordert haben, gehen dann gemeinsam mit beispielsweise den Teamleitern der Werkstatt vor Ort zu einem Go and See, um das Problem oder die Unterstützung näher erklären zu können. So läuft das Teamcoaching aktuell bei uns ab. Und hier ein paar ja, spürbare Vorteile, die wir jetzt wirklich in der Praxis sehen konnten und spüren konnten. Wir hatten auf jeden Fall kurze Entscheidungswege durch die Teilnahme der Fertigungsleiter. Dann, ja, ganz wichtig, habe ich ja vorhin schon erwähnt, es verfolgt wirklich jeder das Gleiche und vor allem das richtige Ziel. Es war ein Learning by Doing, wobei wir sagen müssen, ja, die Punktlandung haben wir noch nicht ganz geschafft. Also so wie Herr Aulinger das beim letzten Praktikertag beschrieben hat, also wir haben uns da ein bisschen dran orientiert, wie Sie das gemacht haben. Da müssen wir noch dran üben, sage ich mal. Ja. Genau, und es war natürlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Also wir hatten auch aus jedem Menti-Bereich Profis, sage ich jetzt mal. Jeder hat den anderen gegenseitig unterstützt und ja, fachlich beraten. Ja, Steffen, gibt es noch weitere Hindernisse? Jawohl, wir haben weitere Hindernisse. Eins hat sich über die kompletten 2 Jahre hingezogen. Das hat man vorhin schon ein bisschen an dem Kalender gesehen. Es hat irgendwie so ausgeschaut, als gäbe es nicht genug Zeit, um Coaching durchzuführen. Ja, das haben wir uns ein bisschen genauer angeschaut, überlegt, was war da der Grund dafür, dass nicht genug Zeit dafür war. Und dabei bin ich irgendwann auf ein Zitat gestoßen, was, glaube ich, ganz gut dazu passt. Keine Zeit ist nämlich keine Tatsache, sondern ist eine persönliche Entscheidung von demjenigen, der das Coaching hätte machen sollen. Wir haben dann genauer hingeschaut, man hat es auch heute schon öfters gehört, ist immer wieder ein Thema, wenn es um Cutter geht. Der Punkt ist eigentlich die Gewohnheit. Wir haben da mal so 2 Punkte ausgemacht, und zwar ist einmal ein Punkt, eine schlechte Angewohnheit abzulegen, ist unheimlich schwer. In dem Fall ist oft eine Ursache, dass auf Probleme mit sehr schnellen, sofortigen Lösungen reagiert werden muss. Das sind wir irgendwie gewohnt bei Roto. Das müssen wir uns abgewöhnen. Und genauso schwer ist es, sich was Neues, was Gutes anzugewöhnen. Wie zum Beispiel einen komplett neuen Weg mit der Cutter zu gehen, eine tägliche Verbesserung zu machen, Probleme richtig zu verstehen. Teilweise kann es da noch sein, dass dazu kommt, dass Menschen sich damit schwer tun, einfach frei zu sein für ein neues Denkmuster. Und wenn sich das kombiniert, dann gibt es Probleme in dem ganzen Coaching-Prozess. Um das ein bisschen aufzubrechen zu verbessern, haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, was fehlt uns im Moment jetzt in dem Cutter-Alltag, den wir gerade machen. Das ist einmal, ein Erfahrungsaustausch findet nicht statt in den Fertigungsbereichen. Also wir haben jetzt gesehen, in dem Team-Coaching-Prozess, wir beide coachen eigentlich, ja, wir coachen jeden Tag. In einem anderen Bereich ist das noch genauso, aber kein Erfahrungsaustausch. Wir haben nur sehr selten einen Coach-Coach aktuell, also wir wissen nicht, wie gut wir uns entwickeln eigentlich, wir beide selber. Und der Fokus liegt aktuell nur in 3 Fertigungsbereichen von 9 geplanten. Unser Ziel ist natürlich, das in alle Bereiche zu bringen. Ja, was ist deshalb unser nächster Schritt, Michael? Ja, unser nächster Schritt, um dem entgegenzuwirken, ist, wir möchten ein RPS-Cutter-Networking einführen, so haben wir das jetzt mal getauft. Das Hauptziel ist einfach eine gemeinsame und permanente Weiterentwicklung der Cutter im gesamten Unternehmen. Ja, da gibt es ein paar Hauptpunkte. Der eine Bestandteil wird sein, dass wir einen Cutter-Networking-Rundgang regelmäßig im Unternehmen entlang des Wertstroms durchführen möchten, bei dem dann alle Cutter-Beteiligten Erfahrungen und Erkenntnisse austauschen können, untereinander Erfolgserlebnisse teilen können und deren Vorgehensweise schildern können. Außerdem auch noch Verbesserungsvorschläge einzubringen. Wir möchten die
Coaching-Frequenz wieder erhöhen. Also die Anzahl der Coachings mit Coach soll höher sein, um den Mentee und den Coach besser weiterentwickeln zu können. Ein weiterer Bestandteil des RPS-Kater-Networkings ist eine Qualifikationsmatrix, auf der wir abbilden, im Ist- und im Zielzustand, wie die Mitarbeiter momentan die Kater-Teilnehmer sich entwickelt haben. Hierbei unterscheiden wir in 4 Kater-Stufen intern. Das ist der Mentee-Stufe 1, der Mentee-Stufe 2, der Kater-Coach und der Kater-Multiplikator. Ja, gibt es noch weitere Hindernisse, Steffen? Jawohl, wir haben noch ein Hindernis. Das hat man auch schon an dem ersten Problem gesehen, dass die Prozesse so komplex sind. Das Problem, dass wir auch zu wenig Zeit haben, um die Verbesserungen durchzuführen. So haben wir gestartet in unserem Prozess. Wir hatten einen Mentee, der war für 19 Werker Verbesserungen an deren Arbeitsplätzen machen sollte, in dem Zielzustand. Ich glaube, die meisten haben das auch selber schon erlebt oder können sich mit Sicherheit vorstellen, dass der wenig Verbesserungen gemacht hat und viele Brände gelöscht hat. Unser Ziel ist, so wie wir es jetzt auch schon immer wieder hören und von überall schon gelernt haben, dass das richtig wäre, dass das ein Verhältnis von 5:1 wäre. Das wollen wir erreichen. Durch unseren Team-Coaching-Prozess ist es uns bis jetzt schon gelungen, einen Mitarbeiter aus der Montagelinie herauszulösen und auch zum Mentee weiterzuentwickeln. Das heißt, wir haben uns schon verbessert auf ein Verhältnis von 9:1 und müssen jetzt aber noch weiterarbeiten. Dafür haben wir uns überlegt, was ist jetzt eigentlich die Anforderung an den Mentee. Der muss einmal die Verbesserungskater nicht nur anwenden können, sondern die auch leben, also darin aufgehen. Und er muss aber auch die Prozesse verstehen, die Montageprozesse. Deswegen haben wir bisher Leute, die Prozessprofis sind, zum Mentee weiterentwickelt. Um von der Basis her das Cutter-Leben mehr zu forcieren, werden wir ab Beginn des nächsten Jahres schon in der Ausbildung, in der gewerblichen Ausbildung ab dem ersten Lehrjahr den Einstieg in die Verbesserungskater machen mit den Auszubildenden. Das Training im Prozess erfolgt dann in der späteren Ausbildung bzw. im Anschluss an die Ausbildung, wenn die in die Fertigungsbereiche hineinkommen. Ja, unsere Hypothese dabei ist, dass wenn wir die Verbesserungskater schon in der Berufsausbildung vermitteln, dass dann schon von Anfang an eben eine Gewohnheit zum täglichen Lernen und Verbessern entsteht, dass die Auszubildenden, wenn die in die Fertigungsbereiche kommen, auch einfordern werden, was ist meine Aufgabe, wer coacht mich heute? Und dass dadurch eben eine Verbesserungskultur von der Basis her entstehen kann. Ja, das Bild von dem Reiter und dem Elefant ist ja, denke ich, auch jedem hier im Raum bekannt. Wir haben uns jetzt überlegt, und die Hypothese ist eben, wenn wir halt dem ganz jungen Elefanten schon von Anfang an die richtige Gewohnheit einflößen, dass wir dann später nicht so die große Schwierigkeit dabei haben. Ja, wie soll das Ganze aussehen? Wie gesagt, wir werden die gewerblichen Auszubildenden schon ab dem ersten Lehrjahr schulen. Wir haben jetzt heute schon wieder ein ganz tolles Tool dafür mitbekommen jetzt gerade. Vielen Dank, Herr Rother. Dann werden die durch den Ausbilder gecoacht. Also der Ausbilder steht auch in unserem Qualifikationsmatrix bereits als angehender Cutter-Coach für seine Auszubildenden. Und die Auszubildenden werden eben die Abteilungen als Mentees durchlaufen und auch da 2- bis 3-wöchige Projekte bekommen, die mit einem Zielzustand verknüpft sind, wo sie dann auch täglich gecoacht werden können. Ja, das waren jetzt eigentlich so unsere ersten 2 Jahre Cutter, was wir schon gemacht haben, was wir vorhaben, um das Thema weiter voranzutreiben. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Neuansteiger, der mit dem Gedanken spielt, in die Richtung zu gehen, durch den Einblick jetzt vielleicht die Chance hat, den Spurwechsel ein bisschen schneller zu schaffen oder einfacher. Vielen Dank.